Meine sehr verehrten Damen und Herren, Shenove Pane Panove, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass ich den zweiten Tag der Jahrestagung der Kiewer Gespräche hier in der Böll-Stiftung eröffnen kann und Sie begrüßen darf im Namen des gesamten Teams der Kiewer Gespräche und unserer Partner hier in Deutschland und in Kiew in der Ukraine. Wir haben gestern einen spannenden Eröffnungstag gehabt. Diese Frage Zeitenwende, Vertrauensbruch, wie macht man aus einem eigentlich sehr guten Verhältnis in Kriegszeiten ein neues und starkes und belastbares Vertrauensverhältnis für die Zukunft, hat unsere Rednerinnen gefordert und hat, glaube ich, dem Publikum gestern einige Anregungen gebracht, sodass wir von meiner Seite jedenfalls enthusiastisch in zwei große Themen des heutigen Tages einsteigen. Wir wollen uns am Vormittag beschäftigen mit der Zukunft der Ukraine als Mitglied der Europäischen Union. Und wir werden uns am Nachmittag noch mal vertiefen in die Aufgaben, in die Rolle und auch in die Weiterentwicklung der zivilgesellschaftlichen Arbeit in all diesen Prozessen, die für die Ukraine, für Deutschland und für die Zukunft dieses Kontinents so wichtig sind. Heute Vormittag habe ich als erstes das große Vergnügen, Herrn Staatssekretär Dr. Tobias Lindner zu begrüßen. Er ist Staatsminister im Auswärtigen Amt und hat sich sehr lange mit Fragen der Sicherheit und der Verteidigung beschäftigt. Und ich freue mich, dass er zu dem zweiten Tag unserer Jahreskonferenz erschienen ist. Es war ein bisschen fraglich, weil er ist gerade Vater geworden und wusste nie, ob das mit unserer Konferenz kollidiert. Also vielen Dank, dass beides geklappt hat, dass du Vater geworden bist und dass du hier bist. Bitte, Tobias. Ja, vielen Dank, Rebecca, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich, hier zu sein. Wie du es vorhin gesagt hast, dass beides geklappt hat und danke dann auch für das Verständnis, dass ich in der Woche nur ein bisschen mit angezogener Handbremse Politik mache und mich nachher wieder meinem Kind widmen werde. Ich bin froh, heute bei dieser 17. Jahreskonferenz zu sein. Auch wenn der Anlass, ich glaube, das wissen wir ja, kein schöner, sondern eher ein grausamer Anlass ist. Deswegen ist es gut, dass wir nicht nur über das reden, was grausam ist, sondern du hast es gesagt, Rebecca, dass wir auch über die Zukunft der Ukraine reden, dass wir das Bild zeichnen, wo die Ukraine in 3, 5 und 10 Jahren stehen kann. Weil ich glaube, dieses Bild vor Augen zu haben, ist umso entscheidender, wenn man sich die Kämpfe, die die Ukrainerinnen und Ukrainer im wahrsten Sinne des Wortes tagtäglich kämpfen, wenn man sich die vor Augen führt. Deswegen möchte ich zuallererst sagen, die Solidarität, die Partnerschaft, die Zusammenarbeit zwischen Ukrainern und Deutschen, die ist nach meinem Verständnis heute so stark wie noch nie. Der Grund dafür, das habe ich gesagt, könnte kein grausamerer sein, gerade was wir in den letzten Tagen haben wieder sehen müssen. Nicht erst seit dem 14. Februar, sondern seit 2014 kämpft die Ukraine spätestens seit dem 24. Februar aber wirklich um ihre Existenz als Volk, als Nation, als Kultur. Und wir sind und wir bleiben mit der Ukraine solidarisch. Russland überzieht die Ukraine seit diesem 24. Februar mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der bereits Tausende von Todesopfern gefordert hat und der Millionen Menschen zwingt, ihr Zuhause zu verlassen. Sei es in andere Landesteile der Ukraine, sei es in andere Staaten Europas und es oft unter äußerst gefährlichen Umständen. Solidarität mit der Ukraine ist groß. Lass mich an diesem Morgen sagen, und es ist auch gut, dass sie international so groß ist. Wir haben gestern Abend die in dieser Situation freudige Botschaft bekommen, dass 143 Staaten, 143, zwei mehr
als bei der ersten Resolution in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass 143 Staaten das russische Vorgehen, die Fake-Referenden und die vermeintlichen Annexionen klar als Bruch des Völkerrechts bezeichnet haben. Und dass nur 4 Staaten an der Seite Russlands waren. Meine Damen und Herren, das straft all diejenigen Lügen, die in den letzten Wochen gesagt haben, ja, und die Front der Unterstützerinnen und Unterstützer international für die Ukraine, die wird bröckeln und es wird abnehmen und es wird schwieriger werden. Ja, natürlich, es ist schwierig und es bleibt schwierig. Und es ist eine tagtägliche Aufgabe, zum Telefonhörer zu greifen und zu sprechen und für diese Unterstützung und Solidarität für die Ukraine weiter zu werben. Aber es straft all diejenigen, die gesagt haben, der Putin wird sich mit seinem Narrativ ohnehin durchsetzen. Was wir gestern Abend in der Generalversammlung der Vereinten Nationen gesehen haben, das war eine weitere Niederlage Russlands, diesmal auf dem internationalen diplomatischen Parkett. Die Solidarität mit der Ukraine, sie ist auch in Deutschland groß. Wir unterstützen die Ukraine politisch, wirtschaftlich, humanitär und lassen Sie mich das auch sagen, und militärisch. Wir tun dies seit dem 24. Februar. Und ich will hinzufügen, wir werden es so lange tun, wie es nötig ist. Der Kreml trifft nämlich mit seinem Angriffskrieg eben nicht nur die Ukraine. Bei diesem russischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine geht es um weit mehr als die Ukraine. Der Kreml trifft damit die Sicherheitsordnung und Sicherheitsarchitektur in Europa, die uns über Jahrzehnte Wohlstand und Frieden gesichert hat. Und deswegen sind wir alle gezwungen, die europäischen Werte und Interessen zu verteidigen. Und die Ukraine steht dabei, ja, auch für uns an vorderster Front. Jetzt bin ich heute zu Gast bei einer grünen politischen Stiftung. Vor Ihnen steht nicht nur ein Staatsminister, sondern auch Mitglied einer politischen Partei, die auch ihre Wurzeln im Pazifismus hat. Ich glaube, niemanden in unserem Land und erst recht nicht in der Partei, der ich angehöre, fällt es leicht zu akzeptieren, dass seit Februar militärische Dimension in der Logik, wie wir das Thema russische Aggression gegenüber der Ukraine lösen, dass diese militärische Dimension wieder eine so bedeutende Rolle eingenommen hat. Es fällt niemandem leicht. Aber es ist ein Teil der Realität. Und diesen Teil müssen wir uns stellen. Ja, wir haben lange gehofft, dass diese Zeiten in Europa vorbei sind. Gerade im Auswärtigen Amt, wo wir viel über Krisenprävention und Stabilisierung machen, haben wir gehofft, dass wir die Toolbox, den Werkzeugkasten entwickelt haben, dass militärische Aspekte in den Hintergrund drängen können. Aber wir müssen akzeptieren und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es jetzt notwendig ist, eben auch militärisch Russland einzuhegen. Deswegen, und da sind wir als Partei auch geeint, es führt überhaupt kein Weg daran vorbei, die Ukraine jetzt mit allem, mit wirklich allem, was möglich ist, so zu unterstützen, dass dieser Krieg schnellstmöglich gewonnen werden kann. Ich sage hier ganz bewusst, dass dieser Krieg von der Ukraine gewonnen wird. Ich sage nicht, dass dieser Krieg schnellstmöglich endet. Ich sage, dass er von der Ukraine gewonnen wird. Und ich bin persönlich davon überzeugt, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Dann stellen viele die Frage, was heißt das jetzt? Deswegen lassen Sie mich in aller Deutlichkeit hinzufügen. Für mich heißt es, dass dieser Krieg zu Bedingungen endet, die im Wesentlichen in Kiew und nicht in Moskau geschrieben werden. Und das ist die alleinige souveräne Entscheidung der Ukrainerinnen und Ukrainer ist, zu entscheiden, was diese Bedingungen am Ende sind. Dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, heißt nichts anderes, dass er zu Bedingungen endet, die Ukrainerinnen und Ukrainer am Ende des Tages selbst definieren. Denn wenn uns das nicht gelingt, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann stünde am Ende nicht nur irgendwie der Untergang der Ukraine, sondern dann hätten wir alle in Europa ein Problem. Weil wenn es uns nicht gelingt, Herrn Putin in der Ukraine
zu stoppen, dann werden wir uns vielleicht nicht morgen, aber 5, in 6 oder in 8 Jahren, zwischen 2022 und 2014 liegen 8 Jahre, die Frage stellen müssen, was kommt als nächstes. Und deswegen ist unser Ziel klar und es bleibt klar, die Unterstützung für die Ukraine darf nicht nachlassen. Nein, sie muss vielmehr weiter gesteigert werden. Und dafür setzen wir uns innerhalb der Bundesregierung ein. Und gleichzeitig schauen wir bereits jetzt auf, Rebecca, du hast es angesprochen, auf die Zukunft einer freien Ukraine. Im Juni hat die Europäische Union der Ukraine den Beitrittskandidatenstatus verliehen. In diesem Beitrittsprozess, der nun ansteht, wird Deutschland eng an der Seite der Ukraine stehen und sie nach Kräften unterstützen. Das tun wir als Bundesregierung. Aber ich bin mir sicher, und da blicke ich in die Augen der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, das werden wir eben auch auf der Ebene der Parlamente tun, gemeinsam mit den Parlamentskolleginnen und Kollegen aus Kiew. Neben der politischen und militärischen Unterstützung nehmen wir bereits auch jetzt den Wiederaufbau der Ukraine in den Blick. Und bei Wiederaufbau geht es eben nicht nur darum, irgendwie den Status quo ante wiederherzustellen. Natürlich wissen wir alle, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben einen herausfordernden Winter vor sich. Und zuallererst geht es um Strom, um Wasser, um Wärme. Aber wir wollen gemeinsam mit der Ukraine den Wiederaufbau dazu nutzen, das Land fit zu machen für den Beitritt zur Europäischen Union, das Land zu modernisieren in seinen Wirtschaftsstrukturen, in seinen administrativen Strukturen. Deswegen sind wir sehr froh über die Vorschläge, die die ukrainische Regierung selbst auf der Wiederaufbaukonferenz in Lugano bereits gemacht hat. Wir werden diese Vorschläge weiter gemeinsam, Bundeskanzler Scholz mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Dr. Ursula von der Leyen, hier in Berlin am 25. Oktober bei einer Expertinnenkonferenz zum Wiederaufbau diskutieren. Das Ziel ist es, die internationalen Akteure an den Tisch zu bringen, die Kräfte zu bündeln, um gemeinsam mit der Ukraine diesen Weg, der durchaus lange sein wird, anzutreten. Meine Damen und Herren, zweifelsohne, die Zeiten sind schwer und sie werden auch nicht so schnell leichter werden. Die Ukraine, sie kämpft beeindruckend, heroisch. Ich bin Zivilist und habe irgendwie in meinem Leben nur 5 Tage eine Uniform angehabt in meinem Leben, aber sagen viele Menschen aus der Bundeswehr, sie sind sich sicher, in ein paar Jahren werden Textbücher darüber geschrieben werden, über die ukrainische Gegenoffensive, die russisch besetzte Gebiete befreit hat. Und deswegen gebührt der Ukraine und den Ukrainerinnen und Ukrainern meine ganze Anerkennung. Wir brauchen alle weiterhin jetzt miteinander Durchhaltevermögen, Stamina, Mut, Zuversicht. Deswegen wünsche ich der ganzen Ukraine sehnlichst, dass sie bald wieder in Frieden und in Freiheit leben können. Und dass diese Begriffe eben unteilbar miteinander verbunden sind. Frieden und Freiheit. Und diesem Ziel, da bin ich mir sicher, widmen wir alle gemeinsam weiterhin unsere ganze Kraft. Slava Ukraini. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Tobias, Herr Staatsminister. Das waren klare Worte und ich denke, dass das immer wieder gebraucht wird. Nur als Ergänzung, was mich als Deutsche, weil wir ja auch die Beziehungen und das Vertrauen diskutieren, was mich als deutsche Bürgerin sehr freut, das ist, obwohl alle wissen, der Winter wird auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen ungemütlicher für die Deutschen, die Unterstützung für die Unterstützung der Ukraine ist immer noch sehr, sehr hoch in diesem Land. Und diese Unterstützung braucht eben auch Führung. Solche Führung kommt unter anderem auch aus dem Deutschen Bundestag. Das haben wir gestern von Herrn Kiesewetter gehört. Und jetzt darf ich begrüßen Robin Wagner. Robin Wagner ist Abgeordneter des Deutschen Bundestags und hat die wunderbare Aufgabe, wie ich finde, die ukrainische Parlamentariergruppe zu führen, und zwar zusammen mit Halina Janschenko, ein wunderbares Duo, die sicher in der Lage sind, dazu beizutragen, diese Beziehungen auch auf neues und noch tieferes Vertrauen zu stellen. Bitte, Robin.
Vielen Dank, liebe Rebecca, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich sage das bewusst so informell und ohne alles Weitere, was man noch sagen könnte. Denn ich bin zwar selber zum ersten Mal hier beim Kiew-Dialog bei dieser Veranstaltung, aber wenn ich mich umgucke, sehe ich so viele Gesichter, mit denen ich so oft zusammenarbeite und so gern und eng zusammenarbeite, dass so deutlich wird, was es für eine enge Community ist, was für ein enger Austausch da ist, wie eng die Gemeinschaft derjenigen auch ist, die für die freie Ukraine arbeiten, für die freie Ukraine in der Europäischen Union arbeiten, die diese Unterstützung machen. Und deswegen freue ich mich total, hier zu sein. Und ich freue mich auch über die starken Worte von Tobias eben, sage ich auch als Parlamentarier, der der Regierung auf die Finger schaut und immer wieder versucht, die Regierung zu ermutigen, mehr zu tun. Und ich freue mich wahnsinnig, diese Worte so gehört zu haben. Vielen Dank, Tobias, auch dafür. Ich habe gerade gesagt, wir haben ja eine enge Community hier, aber wir arbeiten ja auch nicht nur daran, dass wir alle untereinander enger zusammenarbeiten. Ich meine, das wäre schön und macht ein tolles Klima hier im Raum, aber bringt uns am Ende nicht weiter. Sondern das Ziel ist ja, dass unsere Länder enger zusammenarbeiten und dass wir nicht nur einfach als zwei Länder miteinander enger zusammenarbeiten, sondern in der Europäischen Union zusammen enger zusammenarbeiten. 2014 hat sich die Ukraine für den Weg in die Europäische Union entschieden. Das ist auch Thema des ersten Panels, was wir heute hier haben. 2014 hat sich die Ukraine entschieden. Seit 2014 unterstützen wir Grüne sehr deutlich und Einzelne mit wahnsinnig viel Herzblut dabei, die Ukraine auf diesem Weg. Und 2014 hat Wladimir Putin entschieden, dass er das nicht hinnehmen kann, weil davon eine Bedrohung für ihn ausgeht. Und das zeigt so deutlich, dass es überhaupt nicht bei diesem Krieg, den wir jetzt gerade haben. Und ich kann dieses, ehrlich gesagt, zwei Sachen kann ich nicht mehr hören als dummes Gerede. Werde ich in der Presse immer wieder gefragt. Das erste ist, müssen wir jetzt im Winter für die Ukraine frieren? Und das zweite ist, hat die NATO denn Russland so schlimm provoziert, dass das jetzt alles passiert? Also erstens, diese NATO-Geschichte, es ist so ein Blödsinn. 2014 hatten wir einen Euro-Maidan, kein NATO-Maidan. Es ging um die Entscheidung für Demokratie und Freiheit. Und das ist das, was Diktator Putin nicht akzeptieren kann. Und das ist letztlich auch das, warum diese zweite Aussage, die ich wirklich für Blödsinn halte, warum ich die nicht hinnehmen kann. Es geht in unserer Unterstützung nicht nur darum, die Ukraine zu unterstützen, das ist uns auch wahnsinnig wichtig, sondern es geht darum, Demokratie und Freiheit, diese gemeinsamen Werte zu unterstützen. Für die ukrainische Soldaten, gerade in der Ukraine, kämpfen und sterben, für die Zivilisten ihr Leben lassen, aber die uns auch hier, die gerade für uns auch bedroht sind. Wenn wir zulassen, dass Russland mit dem verbrecherischen Vernichtungskrieg Erfolg hat, dann sind Demokratie und Freiheit in Europa und weit darüber hinaus gefährdet. Und darum können wir das nicht zulassen. Und darum gilt es auch, ganz massiv weiter zu unterstützen, genau diese Entscheidung von 2014 jetzt auch mit Leben zu füllen. Der Weg in die Europäische Union, darum geht's. Wir haben einen wahnsinnig großen Meilenstein jetzt gerade erreicht mit dem Kandidatenstatus. Das war ein großer Erfolg. Ich habe gesagt, wir Grüne unterstützen seit 2014 die Ukraine auf diesem Weg. Und wir haben es auch hier gemacht. Es war wirklich, glaube ich, wesentlicher Anteil von grüner Überzeugungsarbeit, die geleistet wurde, sowohl im Kabinett als auch ganz deutlich im Parlament. Ich habe das selber auch sehr deutlich gemacht, aber ganz viele andere auch hier im Raum haben sich stark dafür ausgesprochen, die Ukraine zum Kandidaten für die Europäische Union zu machen. Und es hat ja am Ende funktioniert. Deutschland hat sich stark dafür ausgesprochen, den Kandidatenstatus zu verleihen. Und das ist der Punkt, den wir jetzt erreicht haben. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben, sondern jetzt müssen wir weitermachen, an diesem Kandidatenstatus weitermachen. Es geht jetzt um Wiederaufbau. Das ist auch demnächst das Thema der Wiederaufbaukonferenz, die wir haben. Und ich meine, alle Schritte, die wir unternehmen zum Wiederaufbau in der Ukraine, müssen jetzt ja so ausgerichtet sein, dass sie diesen Weg in die Europäische Union unterstützen. Und das ist ja zum beiderseitigen Interesse. Ich hatte auch schon einige Gespräche mit Wirtschaftsunternehmen hier, bei denen jetzt auch langsam dämmert, dass die Ausrichtung Richtung Russland vielleicht nicht die beste Idee war, die sie in der Vergangenheit hatten. Und die jetzt weitere Felder auch suchen, wo sie tätig werden können. Und was für großartige Chancen bieten sich auch mit Wiederaufbau, mit der Integration in die Europäische Union, mit dem Weg in den gemeinsamen Binnenmarkt, da tatsächlich auch auf beiden Seiten für die Wirtschaft gute Perspektiven zu erreichen. Aber dieser Weg, und das sage ich auch ganz deutlich mit dem Blick auf das, was europapolitisch in der letzten Zeit passiert ist. Dieser Weg muss ganz deutlich nicht nur ein Weg in den Binnenmarkt sein, sondern es geht um Demokratie und Freiheit, das habe ich gerade gesagt. Der Weg der Ukraine in die EU ist der Weg zur Vollmitgliedschaft. Das ist das Ziel, was am Ende stehen muss, und das ist das Ziel, auf das wir ganz deutlich hinarbeiten müssen. Alle weiteren Schritte sind gute Zwischenschritte auf dem Weg, aber das ist das Ziel, was wir am Ende unbedingt erreichen müssen.
Und da sind manchmal auch ganz praktische Bausteine. Jetzt kann man ganz viel über die ganz großen Dinge sprechen, die da zu tun sind. Aber ich finde auch, ganz praktische Bausteine sind wichtig, um dieses Ziel sowohl in den Parlamenten zu verankern, als auch in den Köpfen zu verankern. Ich war selber vor 2 Monaten das letzte Mal in Kiew. Und ein Output daraus ist die Suche oder der Versuch, und es gelingt. Und das finde ich großartig, 2 Ausstellungen hier nach Deutschland zu holen. Über die Stadt Kiew, über das, was da im Krieg passiert, insgesamt über den Krieg wieder das hier hinzuholen und das deutlich zu machen, nicht nur im Bundestag, wie wir es schon hatten als Ausstellung, sondern auch digital und unter der Schirmherrschaft des Bundestages. Das klingt manchmal klein, aber ich glaube, dieses Verankern in den Köpfen, dieses deutliche Sehen, was passiert gerade in der Ukraine, was ist gerade die Realität, die stattfindet, das ist wichtig und da arbeiten wir als Parlamentarier neben allen großen Fragen eben auch dran. Und noch ein 2. Schritt. Ich habe gesagt, wir sind hier so eine ganz enge Community, die hier eng immer zusammensitzt. Und das reicht am Ende nicht. Wir müssen diesen Kreis deutlich verbreitern. Darum bin ich im Gespräch mit der Bundestagspräsidentin, und auch das war eins der wesentlichen Themen meiner Reise nach Kiew, über eine Integrationspartnerschaft des Deutschen Bundestages mit der RADA. Denn das finde ich, ehrlich gesagt, das finde ich eins der beeindruckendsten Zeichen immer wieder. In jeder 2. Sitzungswoche oder so ist eine Delegation aus der RADA hier in Berlin. Und wir haben immer wieder diesen Austausch. Wir sehen in diesem Krieg, wie Russland immer weiter zur Diktatur verkommt. Und wir sehen, wie die Ukraine die Demokratie hochhebt und die RADA eine so wahnsinnig starke Rolle hat, auch in der Kommunikation nach außen, im Austausch mit anderen Ländern. Alina ist jetzt gerade hier, wir sind häufig im Austausch, andere Parlamentarierinnen auch. Und das ist wirklich großartig, diese starken Stimmen immer zu hören. Und darum müssen wir auch mit beiden Parlamenten stark zusammenarbeiten. Und ich möchte gerne, dass es uns gelingt, dass wir wirklich regelmäßigen Austausch zwischen den Ausschüssen haben, dass sich nicht nur Außen-Verteidigungs-Europapolitiker immer wieder mit der Ukraine beschäftigen, sondern die Integration der Ukraine in die Europäische Union, dieser Weg, das ist ja was, was Landwirtschaftspolitiker beschäftigen muss, Verkehrspolitikerinnen, Wirtschaftspolitiker, Gesundheitspolitiker, was auch immer. Jedes Thema hat wichtige Facetten dafür. Und da können wir, glaube ich, gut voneinander lernen und diesen Weg einer Partnerschaft auf dem Weg in die Europäische Union auch im Bundestag stark mit Leben füllen, und da arbeite ich dran. Aber am Ende, und auch das habe ich total deutlich im Juli in Kiew erlebt, wir waren einfach nur sinnbildlich. Wir waren im Präsidentenpalast, haben gesprochen über die Integrationspartnerschaft, und während wir darüber gesprochen haben, ging der Luftalarm los. Und das ist ja bittere Realität. Wir haben es in den letzten Tagen noch viel drastischer gesehen, als wir es im Juli uns überhaupt hätten vorstellen können, wie dramatisch das auch wieder werden kann. Aber das zeigt ja eins, wir können all diese Pläne haben. Und es ist wichtig, diese Wege zur europäischen Integration und all das zu verfolgen. Aber all das setzt voraus, dass es eine freie, demokratische und souveräne Ukraine weiter gibt, die diesem verbrecherischen Vernichtungskrieg standhält und die am Ende siegt. Und das ist das, dem wir neben diesem weiteren Weg sehr, sehr viel Aufmerksamkeit widmen müssen, immer wieder zu suchen, wie können wir noch stärker im transatlantischen Bündnis in der Abstimmung gemeinsam die Unterstützung militärisch für die Ukraine weiter verstärken, und zwar sowohl quantitativ als auch qualitativ mit dem, was die Ukraine braucht, was uns sehr deutlich gesagt wird, was immer gebraucht wird. Und daran müssen wir es ja ausrichten. Was ist tatsächlich erforderlich, um diesen russischen Vernichtungskrieg so zurückzuschlagen, dass die Ukraine volle Souveränität über ihr Gebiet hat? Wir arbeiten da im Bundestag jeden Tag daran, das übergreifend über die Fraktionen zu machen und Verbündete zu suchen. Ich appelliere an alle, die hier sind, das auch zu machen und eben auch zu schauen, mit den Leuten immer wieder zu sprechen, die vielleicht noch Hilfestellungen gut gebrauchen könnten auf diesem Weg und weitere Ermutigung. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, über den Kreis der Freunde, die hier versammelt sind, weiterzuarbeiten, damit wir am Ende das Ziel erreichen können, damit wir gesichert haben, die freie, demokratische und souveräne Ukraine in der Europäischen Union. Ich habe in einer meiner ersten Reden im Bundestag habe ich gesagt, ich bin überzeugt davon, dass wir den Tag erleben werden, an dem ukrainische Abgeordnete im Europäischen Parlament unser aller Interessen vertreten werden. Und das ist das Ziel, auf das ich auch weiterhin arbeiten möchte, und das mit euch allen zusammen. Vielen Dank und Slava Ukraini. Vielen Dank, Robin. Als nächsten Redner für den Einstieg in den heutigen Tag darf ich Maxim Jemeljanow ankündigen. Maxim ist der Botschaftsrat, erster Gesandter hier in der ukrainischen Botschaft und hat mit Botschafter Melnyk erlebt in diesen Monaten seit Februar, dass die Rolle einer Botschaft sich, wenn das eigene Land angegriffen wird, völlig verändert.
Wofür ich Maxim besonders dankbar bin, ist, dass er sozusagen das offene Ohr in der Botschaft für die Zivilgesellschaft, die ukrainische und die deutsche Zivilgesellschaft, die zur Ukraine arbeitet, hier in Berlin gewesen ist. Vielen Dank, dass du auch heute hier zu uns sprichst. Bitte, Maxim. Sehr geehrter Herr Staatsminister Lindner, noch einmal herzlichen Glückwunsch. Lieber Herr Wagener, lieber Herr Hofreiter, liebe Rebecca, liebe Frau Schiffer, vor allem herzlichen Dank an Sie, an Organisatoren dieser jährlichen Konferenz. Vielen Dank für diese Möglichkeit, heute mit Ihnen dabei hier zu sein. Sehr geehrte Damen und Herren, Anfang dieser Woche erlebte meine Heimatstadt Kiew sowie mehrere andere ukrainische Städte eine erschreckliche Art von Déjà-vu. Wieder trafen die russischen Raketen das friedliche Leben, gleich wie vor 7 Monaten am 24. Februar. Diese Angriffe sind ein deutliches Zeichen der kraftlosen Verzweiflung. Wir sind zur Kriegsphase gekommen, wenn jeder Terroranschlag Russlands nur den ukrainischen Glauben an den Sieg verstärkt. Nach allen Leiten, meine Landsleute, wurde Sieg für die Ukraine alternativlos. Zu weit ist Russland gegangen, zu persönlich ist es bereit für uns, auch zum Beispiel für mich. Ja, glücklicherweise ist meine Familie außer Gefahr. Meine Identität, das Herzstück meiner Persönlichkeit, hat Russland aber schon 2-mal angegriffen. Im Frühling traten russische Soldaten Boden meines Elternhauses in Bucha unter ihre Füße und an diesem Montag bombardierte Russland das Spielplatz im Park im Zentrum von Kiew, wo ich die glücklichsten Momente meiner Kindheit verbrachte. Und genau wie bei meinen Landsleuten hat Russland mit diesen Angriffen bei mir nicht Angst, sondern nur weitere Entschlossenheit erregt. In Berlin hört man das Wort Frieden öfter als das Wort Sieg. So war es seit langem und aus guten Gründen. Aber gerade aus diesen Gründen soll Deutschland jetzt zum Hauptbefürworter der Niederlage von Putin werden. Das ist nicht nur der einzige Weg zur stabilen regionalen Sicherheit, sondern auch der einzige Weg zu den Systemtransformationen in Russland selbst. Die Niederlage von Putin, von Putins Russland zu gewährleisten, gehört zur historischen Verantwortung Deutschlands. Für die Ukraine, aber auch für Russland. Mit Putin kann es keine Friedensformel geben. Nicht mehr. Die Raketenangriffe Russlands haben dringenden Bedarf an die effiziente Luftabwehr für die Ukraine nochmals deutlich entblößt. Wir sind Deutschland sehr dankbar für die Zusage, hochmoderne Luftabwehrsysteme IRIS-T zu liefern. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei dem Auswärtigen Amt und persönlich Ihnen, Herr Staatsminister, für Ihr Engagement bei dieser Angelegenheit bedanken. Das erste System ist bereits eingetroffen. Noch 3 zugesagten Systeme erwarten wir so schnell wie möglich. Aber wir brauchen natürlich viel mehr, um unsere Städte, um unsere kritische Infrastruktur zu schützen. Leider kann man mit der Luftabwehr die russischen Truppen aus der Ukraine nicht rauswerfen. Die letzten erfolgreichen Gegenoffensive Befreiung im Kharkiv, im Cherson, geben uns Hoffnung
und geben uns Zuversicht, dass wir diesen Krieg gewinnen können und gewinnen werden. Aber dazu brauchen wir moderne Schutz- und Kampfpanzer. Deutsche Stellung gegen sogenannten Alleingänge ist uns wohl bekannt. Aber ich muss hier widersprechen und sagen, dass manchmal braucht man Alleingänge zu unternehmen. Das heißt Mut und Leadership. Das braucht heute die Ukraine, aber auch Europa und Deutschland selbst. Ohne Panzerwende wird die zweite Wende nie passieren. Sehr geehrte Damen und Herren, die Lage ist ernst. Auch in Deutschland fühlt man nicht nur Konsequenzen der russischen Aggression, sondern die Aggression selbst. Man macht hier Sorgen über die kritische Infrastruktur. Und es ist richtig so. Wir hoffen darauf, dass Deutschland uns weiter nicht nur im militärischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen unterstützen wird. Bei dringendem Telefonat am Montag nach den Raketenangriffen versprach Bundeskanzler meinem Präsident Hilfe bei dem sofortigen Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur. Weniger als in 2 Wochen wird Berlin eine große internationale Expertenkonferenz zum Thema Wiederaufbau der Ukraine empfangen. Wir schätzen diese Initiative der deutschen G7-Präsidentschaft und persönlich des Bundeskanzlers. Liebe Freunde, vor kurzem feierte man in Deutschland den Tag der Einheit. Vor 32 Jahren hat die Wende zur Wiedervereinigung, zum Auszug der sowjetischen Truppen und als Konsequenz zum Autobeitritt des ostdeutschen Bundesländer zur Europäischen Gemeinschaft und zur Allianz NATO geführt. Leider ist heutige Wende nicht eine friedliche Revolution, sondern ein Vernichtungskrieg. Aber trotzdem soll auch diese Wende mit unserem gemeinsamen Sieg zum Wohl Europas enden. Das heißt mit dem Sieg der Ukraine, das heißt mit der vollständigen Mitgliedschaft der Ukraine in EU und NATO. Das hat die Ukraine, das haben meine Landsleute mit ihrem Heldkampf verdient. Dankeschön. Vielen Dank, Maxim. Unser Panel am heutigen Vormittag hat die Überschrift „Die Ukraine auf dem Weg in die EU“ und soll sich beschäftigen mit der deutschen Rolle. Als Moderatorin dieses Panels nehme ich mir die Freiheit, etwas zu diesem Weg zu sagen, insbesondere deshalb, weil ich in Berlin und manchmal auch aus Brüssel Stimmen höre, die immer wieder sagen: Kandidatenstatus, ja, das ist richtig, aber die Ukrainer sollen sich darauf einstellen, dass das ein sehr, sehr langer und weiter und schwieriger Weg ist. Ich höre auch immer wieder von ehemaligen Kolleginnen in Brüssel, dass das Nachdenken darüber, wie Erweiterung und Vertiefung und Reform der Europäischen Union zusammenpassen und ob das überhaupt passt oder ob nicht zuerst das eine und das andere, zuerst das eine und dann das andere stattfinden muss, eigentlich auch immer mit dem Unterton, dass die Ukrainer sich auf einen sehr langen Weg gefasst machen müssen. Ich selber kenne den Weg, den die Ukrainer vor langer, langer Zeit eingeschlagen haben, nur zu gut. Und ich möchte noch mal rekapitulieren,
damit wir alle auf einem Stand sind, wie lang dieser Weg schon ist. Ich denke nämlich, dass das nicht in Vergessenheit geraten darf, weil dieser lange Weg zum Teil auch die Hürden geschaffen hat oder die Einladung für Putin gewesen ist, sich erneut daran zu machen, sich die Ukraine unter den Nagel zu reißen. Es war schon kurz nach der Orangenen Revolution, also nach dem ersten offenkundigen Versuch Russlands in Kiew, ihren Marionettenmann Janukowitsch zu installieren und den prowestlichen Juschenko durch Vergiftung aus dem Rennen zu nehmen. Es war schon kurz nach 2004, nach der Orangenen Revolution, dass die ersten Gespräche zwischen Abgeordneten der Rada und Mitgliedern der ukrainischen Regierung und Mitgliedern des Europäischen Parlaments über diesen westlichen europäischen Weg der Ukraine begonnen haben. Unter der Regierung von Ministerpräsidentin Timoschenko, also wirklich schon vor fast 20 Jahren, haben die Verhandlungen begonnen, wie dieser Weg aussehen könnte. Daraus wurde dann nicht der Kandidatenstatus, sondern daraus wurde der Vorschlag eines Assoziierungsabkommens, ähnlich wie es anderen osteuropäischen Staaten vorgeschlagen worden ist. Und mit 2008, mit der Entscheidung, die Ukraine und Georgien und Moldova nicht in die NATO zu nehmen und da die Tür zu machen, einer deutsch-französischen Entscheidung. Mit 2008 wurde auch das Assoziierungsabkommen auf deutsche und französische Initiative hin zu einer Alternative zu dem Beitrittsprozess in die Europäische Union. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis dieses Assoziierungsabkommen tatsächlich unterschrieben wurde. Ein Wirtschaftskrieg Russlands gegen die Ukraine und andere osteuropäische Staaten in den Jahren 2012, 2013 muss erinnert werden. Die Weigerung von Janukowitsch, das Assoziierungsabkommen zu unterschreiben, die in dem Maidan mündete, in der Revolution der Würde. Und erst danach und erst nachdem auch noch Russland die Krim besetzt hatte und im Donbass den Krieg begonnen hatte, erst danach wurde das Assoziierungsabkommen dann doch noch unterschrieben. Russland bekam vor dieser Unterschrift eine aktive Rolle. Bevor die Unterzeichnung stattfand, wurde ein Jahr lang mit russischen Diplomaten in Brüssel nachverhandelt, wie dieses Assoziierungsabkommen mit der Ukraine aussehen sollte, bevor es zu der Unterschrift gekommen ist. Und das jetzt angesichts eines fatalen Angriffskrieges Russlands endlich entschieden worden ist, der Ukraine den Kandidatenstatus zu verleihen, hat eben eine lange Vorgeschichte, in der man erkennen kann, dass es eine Reihe von Fehlern in der Europäischen Union und im Westen gegeben hat, die fatale Konsequenzen haben. Deswegen mein Plädoyer schon vor dem Panel. Wir werden das diskutieren mit interessanten Leuten, aber mein Plädoyer vor dem Panel an die Kollegen in Berlin, in Brüssel, hört auf diejenigen in Osteuropa, in den Mitgliedstaaten östlich von Berlin in der Europäischen Union, die sehr viel genauer wissen, dass die Mitgliedschaft in der EU und in der NATO eben eine Mitgliedschaft ist, die auch Sicherheit kreiert. Und deswegen ist es richtig, dass zuerst der Krieg gewonnen werden muss, aber gleichzeitig bedeutet die Garantie für die Integration in die westlichen Bündnisse und die Europäische Union eben auch eine moralische, unverzichtbare Aufrüstung für diejenigen, die in der Ukraine die europäische Freiheit verteidigen. Das gesagt haben, bitte ich nun Aljona Getmanschuk, die Direktorin des New Europe Center, uns in dieses heutige Panel einzuführen. Bitte, Aljona.
Vielen Dank, Rebecca. Es freut mich sehr, hier zum ersten Mal sprechen zu können. Das letzte Mal, ich möchte mich davon überzeugen, dass alle mich hören. Das letzte Mal, als ich in Berlin war, das war Mitte Mai dieses Jahres. Ich war mit Kolleginnen und wir haben Advocacy-Arbeit gemacht. Es ging um diesen Beitragsstatus der Ukraine. Dafür haben wir beworben. Und wir waren uns nicht sicher, dass Deutschland uns unterstützen wird. Wir hatten ganz viele Treffen mit Vertretern der SPD. Sehr schwierige Diskussionen haben wir geführt. Man hat uns auch empfohlen, die Treffen mit diesem Thema zu beginnen, Beitragsstatus. Man sagte, das ist das leichteste Thema. Und wieso, haben wir gefragt. Man sagte uns, weil das kommt nicht. Also es wird dazu nicht kommen, ne? Das haben sie uns gesagt. Also Sie verstehen, wie froh ich bin, wieder hier zu sein. Und eben, wo die Ukraine jetzt schon diesen Beitragsstatus bekommen hat, nach diesen ganz schwierigen, wirklich tatsächlich Verhandlungen und nach dieser Entscheidung, die auch Deutschland nicht leicht gefallen ist. Aber wir sind sehr dankbar dafür, für die Unterstützung der deutschen Regierung, den Deutschen auch, weil wir haben auch gesehen, dass die einfachen Menschen das hier unterstützen, dass die deutsche Gesellschaft das unterstützt. Und der Beweis dafür sind die Befragungen, die gemacht wurden, dass die Deutschen diesen Beitragsstatus der Ukraine unterstützen. Heute hat die Ukraine diesen Status. Und man kann denken oder man kann, ja, der Ball liegt jetzt bei uns eindeutig. Ja, die Ukraine soll in den nächsten Jahren, vielleicht sogar in den nächsten Jahrzehnten, soll zeigen, dass sie würdig ist, diesen Status zu haben und auch würdig ist, über eine vollwertige Mitgliedstaat zu sprechen. Wir sollen verstehen, teilweise ist es so. Teilweise liegt der Ball bei uns, aber teilweise liegt er auch hier in Deutschland und in der EU. Und darüber würde ich gerne noch sprechen. Fangen wir bei der Ukraine an. Das Erste, was ich sagen möchte, und das möchte ich betonen, die Ukraine nimmt es sehr ernst, ne? Also diesen Beitrittsstatus. Das war keine politische, emotionale Reaktion oder ein Wunsch. Also wir waren einfach schon bereit. Ich danke Rebecca für diese Rekapitulation, weil wir sehen, die Ukraine hat nicht beim sauberen, also wir haben schon einen Weg hinter uns, ne? Also wir haben auch einen hohen Preis bezahlt, auch dafür, um das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen, geschweige schon den Beitrittsstatus. Also wahrscheinlich haben wir den höchsten Preis in Europa dafür bezahlt. Also kurz vor diesem Status hatten wir schon vieles erreicht. Also vieles war in diesem Abkommen hinterlegt. Und es gibt Einschätzungen, dass wir über 60% des Abkommens erfüllt haben. Unser Fokus heute in der Ukraine, und das ist unsere einheitliche Position der Zivilgesellschaft und der Regierung, auch von den analytischen Zentren, unser Fokus ist Erfüllung von diesen 7 Empfehlungen, die wir bekommen haben mit dem Beitrittsstatus. Also Zivilgesellschaft, analytische Zentren, wir schauen, wie diese Empfehlungen erfüllt werden. Wir nennen das Kandidatencheck. Und im August haben wir die erste Version von diesem Monitoring veröffentlicht. Also wie
wie ist der Stand? Was hat die Ukraine schon erreicht? Und wir haben gesehen einen gewissen Fortschritt, was einige Empfehlungen betrifft. Also zum Beispiel im Antikorruptionsbereich haben wir sehr positive Ergebnisse. In anderen Bereichen hat man vielleicht weniger erreicht, aber nichtsdestotrotz geht die Ukraine einen richtigen Weg. Die Richtung stimmt. Von 10 Punkten haben die Experten in verschiedenen Bereichen 4,4 Punkte. Jetzt wird es eine neue Version von so einem Kandidatencheck geben. Für uns ist wichtig, dass unsere Regierung auch versteht, wie wichtig das ist, dass sie es auch ernst nimmt, wie wir das tun. Wir fühlen uns einfach auch mitverantwortlich, weil wir natürlich auch beworben haben, dass die Ukraine den Status bekommt. Und im Kontext, dass das einen Anstoß für die Reformen in der Ukraine geben wird. Was zeigt uns diese, was haben wir erreicht? Was können wir schon zeigen? Also es gibt eine Bestätigung, dass die Richtung in die EU und auch Beitrittsstatus ist wirklich ein großer Ansporn für die Reformen. Also Reformen im Krieg zu realisieren ist sehr schwer. Aber auch in diesen Bedingungen, unter diesen Umständen, also während ein Kriegsrecht verhängt worden ist, ist es möglich, Reformen durchzusetzen und man kann das machen. Also wir zeigen das, ne? Wir demonstrieren das. Dann, es zeugt davon, dass die Ukraine nicht vorhat, in diesem Status zu verbleiben und das zu genießen, dass sie den Beitrittsstatus bekommen hat, auf längere Sicht. Also diese Empfehlungen sind eine Vorstufe für die Verhandlungen über eine vollwertige Mitgliedschaft. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, sehr schnell und effektiv diese Empfehlungen zu realisieren, damit wir zu den Verhandlungen übergehen konnten. Und heute sollen wir schon uns darüber Gedanken machen, wie es weitergeht. Also unser Zentrum und diese Sicht wird von vielen in der Ukraine geteilt. Wir sollen zwei Wege gehen, parallel. Der erste Weg, das sind Verhandlungen über vollwertige Beitritt. Das wird uns zeigen, dass dieser Status des Kandidaten keine emotionale Reaktion war. Das war kein Zufall. Und die EU und Deutschland auch weiterhin darauf gezielt sind, dass die Ukraine zu der Mitgliedschaft kommt in der EU. Und zweiter Weg und auch die Tatsache, dass die Verhandlungen es geben wird, das wird schon auch ein Ansporn sein für die weiteren Reformen. Wenn wir die Hausaufgaben machen, sollen wir aber sehen das Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, das könnte Leute ein bisschen verunsichern. Ja, wir sollen aber auch verstehen, wenn wir die Verhandlungen mit den Verhandlungen beginnen, das kann ein langer Prozess sein. Wir müssen irgendwie so ein Mittelziel haben. Also dieses Ziel soll der EU Möglichkeit geben, sich zu reformieren, weil wir verstehen, dass die EU auch sich reformieren soll. Aber auch soll es praktische Vorteile geben für einfache Ukrainer, damit sie sehen, warum es ist wichtig, diesen Beitrittsstatus zu haben, damit sie das irgendwie spüren, auch in ihrem Leben. Deshalb sprechen wir
ein Mittelziel, Zwischenziel könnte es sein, Anschluss oder Zugang der Ukraine zu den vier Freiheiten und zum Binnenmarkt. Also die Elemente von diesem Binnenmarkt sind ja im Assoziierungsabkommen enthalten und die Ukraine ist auf dem Weg zum Binnenmarkt, zum europäischen Binnenmarkt, auch nach dem Beginn des großflächigen Angriffs von Russland. Weil die Ukraine haben Zugang zu einigen Elementen des Binnenmarkts bekommen. Vor einigen Jahren hätte man sich nicht vorstellen können, dass Millionen Ukrainer Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU bekommen werden. Und dieser Arbeitsmarkt nicht kollabiert. Es gab ja so große Ängste. Es kommen Millionen von Ukrainern und die werden hier arbeiten. Und also diese Ängste, die haben sich überhaupt nicht bestätigt. Natürlich, das ist etwas Provisorisches, aber wir sehen, das funktioniert und kann auch weiterhin funktionieren. Vor kurzem, vor zwei Wochen, ich habe in Haga und habe mit den Vertretern der niederländischen Regierung gesprochen und sie waren sehr positiv beeinflusst. 50% der Menschen dort aus der Ukraine haben schon Arbeit gefunden. Das ist natürlich sehr positiv. Also, wir sehen, die Ukraine bewegt sich ganz natürlich in Richtung des europäischen Binnenmarkts und kann auch schon einige Freiheiten genießen. Das wird kein schneller Weg sein, weil wir wollen es auch nicht so schnell machen. Deshalb sagen wir heute, man braucht eine politische Entscheidung. Wahrscheinlich, wenn Tschechei nächstes Jahr in der EU Vorsitz hat und dass wir alle vier Freiheiten genießen können. Was Deutschland betrifft, Deutschland hat nicht nur eine wichtige Rolle gespielt, oft wahrscheinlich eine zentrale Rolle gespielt in den Erweiterungsprozessen der EU. Also in der letzten Regierung, also in den Jahren 99 gab es die Helsinki-Beschlüsse, die waren ganz wichtig in Bezug auf Erweiterung und Konsolidierung der Demokraten in der EU. Heute erwarten wir, dass Deutschland das Vertrauen wieder erlangt zum Prozess, das auf Errungenschaften basiert, dass Deutschland ein ehrlicher Broker sein wird und dass mehr Reformen mehr Fortschritt in der Erweiterung bedeutet und nähere Mitgliedschaft. Wir erwarten, dass wir gleichzeitig diese beiden Wege gehen können, also eben ein Mittel-Zwischenziel einerseits und eben dann Beginn der Verhandlungen, damit man diese Müdigkeit nicht hat, was man jetzt im Westbalkan beobachtet. Wir erwarten, dass die Stimmen von denen, die sagen, dass die Ukraine selbst in 2030 nicht am Binnenmarkt kommen kann, ist viel zu ambitioniert. Wir hören solche Stimmen hier in Berlin. Wir hoffen, dass diese Stimmen verstummen oder weniger zu hören werden. Und es gibt hier auch noch einen Trend, das habe ich hier gespürt, eben Wiederaufbau der Ukraine ist in Deutschland ein großes Thema. Wir erwarten, dass dieses Thema wird auch weiterhin besprochen und dass sozusagen auch dieser Wiederaufbau diese Mitgliedschaft im Auge behält. Und das Letzte, wir verstehen alle sehr gut,
Es kann europäische Zukunft der Ukraine nicht geben oder auch Ukraine als Staat, wenn die Ukraine nicht siegt in diesem Krieg. Deshalb die wichtigste Investition in die europäische Zukunft der Ukraine ist natürlich militärische Hilfe, damit wir unsere europäische Zukunft erkämpfen können. Nicht am Verhandlungstisch, weil das ist einfach nicht realistisch im Moment. Das müssen wir anerkennen, sondern auf dem Schlachtfeld. Also wir erwarten noch mehr Waffen. Wir hoffen, dass die Panzer, die Leopards in die Ukraine geliefert werden können. Das ist jetzt blockiert. Und dann können wir zusammen uns mit dem Wiederaufbau beschäftigen. Danke. Dann darf ich jetzt für die Diskussion auf die Bühne bitten. David Stulik. David ist Senior Analyst im European Values Center for Security Policy in Prag. Die Ukraine sprechenden hierher. Und David hat sehr lange für die europäische Vertretung in Kiew gearbeitet, ist durch viele Aufs und Abs mit den Ukrainern gegangen, spricht deshalb auch hervorragend ukrainisch. Als Nächsten möchte ich nach vorne bitten Anton Hofreiter. Anton ist grüner Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Ganz rechts. Die Sitzordnung hat nur mit der Aufteilung der Sprachen und der Technik zu tun, sonst mit nichts. Und ich hoffe, dass uns aus Kiew jetzt zugeschaltet werden kann, die Vorsitzende des Ausschusses für die Integration der Ukraine in die Europäische Union und Mitglied von Europäische Solidarität, meine langjährige Kollegin und Freundin aus der Rada, Ivana Klimpusch-Zinsatze. Jeder von uns hier vorne hat jetzt ein eigenes, Dankeschön, ein eigenes Mikrofon, das ist ein bisschen anders als gestern, hat auch mit der Übersetzung zu tun. Und ich bitte trotzdem um Disziplin in der Diskussion, was das eigene Zeitmanagement angeht. Wir haben gehört, auch wieder jetzt am Ende, ja, dass das Entscheidende für die Ukraine die Ausrüstung mit Waffen ist. Ich glaube trotzdem, dass die Frage der Integration in die Europäische Union und dessen, was der Kandidatenstatus bedeutet und was daraus gemacht wird, mit sehr robusten Sicherheitsinteressen zu tun hat, des Landes, über das wir heute schon viel gehört haben. Und ich würde gerne als Erstes Anton Hofreiter bitten, darüber zu reden, was das eigentlich für ihn und seine Ausschussarbeit gewesen ist. Also die Vorbereitung dieser Entscheidung, die war ja nicht unumstritten in Deutschland, die war auch in Frankreich nicht unumstritten. Ich erinnere mich, ich war damals in Lemberg im Juni, ich erinnere mich, wie Ukrainer und Deutsche, mit denen ich da zusammen war, wie wir voller Spannung nach Kiew geguckt haben. Wir wussten zwar, dass die Reise von Macron, Scholz, Draghi und Johannes, dass die eigentlich nicht negativ ausgehen könnte, aber wir waren uns nicht sicher. Wir saßen mit einer Gruppe von Freunden da, die quasi seit 2004 sich mit diesem Thema immer wieder beschäftigt hatte. Und dann, als diese Überraschung kam, für die Ukraine waren wir natürlich froh, aber wussten von Anfang an, unumstritten ist das nicht. Bitte, Toni. Ja, es brauchte sehr, sehr viel Druck, sehr viel
Arbeit, um das in die Richtung zu bekommen. Einer der großen Vorteile war, dass Macron mit dabei war. Und jetzt kann man über Macron Positives und Negatives sagen, aber er legt ja sehr viel Wert auf Symbolik. Und deswegen war irgendwie schon klar, dass wenn Macron nach Kiew fährt, dass der dann auf alle Fälle was Symbolisches dabei haben will. Also jetzt, es war auch der Kanzler dabei, es war auch Draghi dabei, es war auch Johannes dabei, aber ich glaube, das hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass es gelungen ist. Manchmal sind die Dinge einfach trivialer, wie man denkt, und er hat halt da so eine gewisse Hang zur Symbolik. Und jetzt müssen wir halt dafür sorgen, dass es nicht bei Symbolik bleibt. Nämlich, ich glaube, innerhalb der Europäischen Union glauben immer noch viele, so ja, jetzt während der Krieg ist, musste man denen den Kandidatenstatus geben, und man fühlte sich da sozusagen etwas unter Druck gesetzt und traute sich nicht dagegen zu opponieren, und jetzt muss man das Ganze mit Leben erfüllen. Und dazu müssen wir dem Beitrittsprozess wieder Glaubwürdigkeit einhauchen, und es darf mit der Ukraine, allerdings auch mit der Republik Moldau und mit Georgien nicht so passieren, wie es im Westbalkan passiert ist, dass man das Ganze wie ein Kaugummi immer weiter in die Länge zieht, bis alle Beteiligten den Glauben dran verloren haben. Ich meine, im Westbalkan beschleunigt sich gerade etwas und es ist manches vorangegangen, aber ich glaube, dass da insbesondere die Bundesrepublik Deutschland eine große Verantwortung hat, entsprechend Druck zu machen, dass, wenn die Bedingungen, und es heißt ja so nett Empfehlungen, also ich glaube, da macht die EU-Kommission auch einen kommunikativen Fehler, nämlich sie nennen es zwar offiziell Empfehlungen, aber de facto sind es harte Bedingungen. Also wenn die harten Bedingungen erfüllt sind, dass dann die Länder entsprechend auch dem, was sie selbst geleistet haben, von Seiten der Europäischen Union die Unterstützung bekommen. Und ich glaube, was wir als Deutschland machen müssen, ist, wir dürfen nie wieder zulassen, dass sowas passiert, wie Bulgarien mit Nordmazedonien gemacht hat. Und ich glaube, dass wir nicht agieren sollten nach dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, aber dass wir für europäische Interessen mit größerer Härte, manchmal vielleicht sogar Brutalität und manchmal auch Verschlagenheit, die deutschen Möglichkeiten und die durchaus großen Einfluss, oder man könnte auch sagen Macht, die Deutschland in der Europäischen Union hat, stärker einsetzen muss. Nämlich, wie gesagt, ich habe noch nicht das hundertprozentige Vertrauen, dass wirklich alle Länder das ernst meinen mit dem Kandidatenstatus. Beziehungsweise ich weiß es sicher, dass es nicht alle Länder ernst meinen, und deswegen braucht es da erstens guten Fortschritt in der Ukraine und in den anderen Ländern, aber auch entsprechenden Druck, dass wir es glaubwürdig ernst meinen. Und wir haben einfach neben für die Länder wie der Ukraine einfach ein gigantisches geostrategisches Eigeninteresse daran, dass die Ukraine Mitglied wird. Ich meine, wir sind in solchen Auseinandersetzungen zwischen Demokratie und Autokratie, wir sind in immer schärferen Auseinandersetzungen mit China und vielen anderen Ländern. Und man stelle sich mal vor, die Ukraine wäre Mitglied der Europäischen Union. Die Ukraine, wenn wieder Frieden ist und es gelungen ist, das ganze Territorium wieder in die Ukraine zu integrieren, produziert für 500 Millionen Menschen Nahrungsmittel. Ich meine, dann kann die Europäische Union auch ganz freundlich, aber auch ganz hart auftreten und sagen, China mag vielleicht die seltenen Erden haben, aber hätte die auch gern was zu essen? Wir hätten was zu essen. Also ich glaube, dass wir sozusagen in dieser immer härter werdenden Welt einfach lernen müssen, selber härter aufzutreten gegenüber denen, die das nicht anders verstehen, im Interesse von mittelfristig einer humaner werdenden Welt. Und allein schon dafür würde ich mir wünschen, dass die Ukraine Mitglied der Europäischen Union ist. Nämlich, sie ist ein geostrategisches Kernland. Das ist auch der Grund, warum Putin sie angreift. Und das ist nebenbei auch der Grund, um das auch noch zu sagen, warum wir in meinen Augen deutlich mehr machen müssen, um sie zu verteidigen. Ich meine, es ist von mir bekannt, dass ich der Meinung bin, dass wir Panzer liefern sollten, aber wir sollten es jetzt auch endlich mal tun. Ich hoffe, dass es uns jetzt gelingt, in die Ukraine zu schalten. Ja? Ah,
Also alle sehen Ivana Klimpusch-Zinsatze. Ich sehe dich leider noch nicht. Ich würde trotzdem jetzt dich bitten, weil alle anderen dich sehen können, dass du mal darüber sprichst, warum das für die Ukraine so existenziell ist mit dem Weg in die Europäische Union. Und auch über deine Erfahrungen damit, dass die Ukraine besser als andere Länder vorbereitet ist. Also die Auseinandersetzungen und die Reformen, die mit dem Assoziierungsabkommen verbunden sind, all das, was im Rahmen dieser Reformpakete passiert ist, hat ja dazu geführt, dass die Ukraine sich mit der Integration in die Europäische Union sehr viel intensiver beschäftigt hatte als andere Länder, die zum Beispiel im Balkan in die Beitrittsverhandlungen gegangen sind. Bitte, Ivana, und ich freue mich wirklich, dass wir dich hier sehen. Jetzt sehe ich dich auch. Leider höre ich nichts. Leider gibt es keinen Ton bis jetzt. Du musst noch warten, der Ton funktioniert nicht. Jetzt. Ja, jetzt gibt es den Ton. Liebe Freunde, ich bin sehr dankbar für die Einladung. Ich grüße alle. Ich grüße Toni, Rebecca, David, Alona. Und finde es richtig schade, dass es mir nicht gelungen ist, dabei präsent zu sein. Aber ich freue mich, dass ich zumindest mich zuschalten konnte. Ich bin danke auch für den Exkurs, Rebecca, den du uns allen gegeben hast. Du hast erklärt, dass nicht nur 2014 diese endgültige und ernsthafte Wahl getroffen wurde, von der Ukraine Richtung Europäische Union zu gehen. Wir als Gesellschaft haben schon mehrmals gezeigt, dass wir können und wir es schaffen, uns dahin zu bewegen, wo wir hingehören, um die Ukraine zur geografischen, politischen, wirtschaftlichen Karte der Europäischen Union zurückzubringen. Leider nur die furchtbaren Herausforderungen durch die Russische Föderation haben die meisten Teil der Bevölkerung und die Politiker wachgerüttelt, die jahrzehntelang den Anschein gemacht haben, dass sie diesen großen, wichtigen Spieler wie Ukraine nicht sehen. Heute bearbeiten wir oder arbeiten nach unsere Aufgaben und wir ziehen Konsequenzen und stellen für uns neue Aufgaben. Ich bin sicher, nachdem Kandidatenstatus der Ukraine verliehen wurde, nachdem die Ukrainer Licht am Ende des Tunnels bekommen haben, hängt nun alles von uns ab. Von uns hängt es ab, wie stark der politische Wille der Ukraine ist und wie fähig die Ukraine ist, die eigenen Institutionen handlungsfähig zu machen und wie weit wir bereit sind, unterschiedliche Akteure innerhalb der Gesellschaft ins Spiel zu bringen, um die schwierigen Aufgaben auf dem Weg zu den Verhandlungen, Beitrittsverhandlungen zu erfüllen, damit wir vollwertiges Mitglied in der Europäischen Union werden. Wir verstehen gleichzeitig eine
wichtige Rolle bei diesem Prozess gehört auch der Europäischen Union und solchen Ländern wie Deutschland. Das ist ein Weg, den wir alle zusammen gehen. Wir danken für diese geschichtliche Entscheidung, absolut geschichtliche Entscheidung. Wir haben gehofft, dass dieser Status nicht nur uns die Möglichkeit bietet, Reformen schneller durchzuführen, sondern auch die europäischen Partner einlädt, die Ereignisse in der Ukraine zu verfolgen. Das ist prinzipiell wichtig, unser Wissen, ihr Wissen, ihre Ressourcen, ihre Investitionen, die sie uns bieten können, damit wir effektiv uns bewegen, sind prinzipiell, damit dieser Weg erfolgreich endet. Alona hat ja schon gesagt, was unser Staat schon macht, damit verschiedenen Bereiche, die Regierung, die Zivilgesellschaft und das Parlament zusammenarbeiten und wie sie interagieren. Für uns ist es wichtig, dass wir von der Europäischen Union auch rechtzeitig Rückmeldungen bekommen, damit wir diese Bedingungen beim ersten Versuch richtig erfüllen. Man muss schnell handeln. Und ich wünsche sehr, dass wir nicht nur auf das Tempo setzen, sondern dass wir auch die Qualität damit nicht vergessen, damit wir nicht später nochmal alles aufrollen müssen, damit wir alle auf einer Ebene sind und richtig den Weg voranschreiten, brauchen wir eine Rückmeldung seitens der Europäischen Union. Wir haben schon viel gemacht. Wir haben nicht an den Türen geklopft und gebetelt, gibt uns den Kandidatenstatus. Wir haben nicht bei Null angefangen. Assoziierungsabkommen hat uns viel gekostet. Revolution der Würde, europäische Menschen, unsere Wahl hat uns viel gekostet, viele Leben und viel Kraft. Das haben wir noch bis heute nicht gesagt hier. Trotz der russischen Narrative, trotz dem russischen Einfluss ist es uns gelungen, das Assoziierungsabkommen zu ratifizieren. Bedenkt einfach nur, wie viel Kraft wir einwenden mussten, um diesen Prozess positiv abzustimmen. In den Niederlanden war es ja auch nicht ohne weiteres einfach. Und ich danke der Regierung dafür von den Niederlanden, dass es jetzt gelungen ist. Aber bedenkt das nur einfach, Herr Rütten hat ja damals schon eine Ansprache gehalten. Und die Ukraine, für die Ukraine war es damals nicht möglich, weder die europäische Perspektive zu bekommen, noch die Waffen zu bekommen. Jedoch sind das alles abgelegt worden und nun gehen wir einen anderen Weg. Und ich bin froh, dass die Wende passieren könnte. Und für uns ist wichtig zu verstehen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, Politiker und Zivilgesellschaft, und dass die Richtung, die wir eingeschlagen haben, für uns alle gleich ist. Und die Unterstützung seitens der Europäischen Union ist für uns äußerst wichtig. Ich möchte, dass die Rolle Deutschlands anders gesehen wird. Der Name dieses Panels, die Rolle von Deutschland. Es fehlt ein wenig die Führungsrolle des Landes. Leider ist Deutschland nicht zum Advocacy-Führungskraft geworden, damit die Ukraine Kandidatenstatus bekommt. Sie hat diese Entscheidung bewilligt, aber das war äußerst schwierig. Die Ukraine ist nicht zum führenden Land geworden in diesem Prozess zur Erweiterung der Europäischen Union und zur Unterstützung der Ukraine auf dem Weg zu Veränderungen, auf dem Weg
Der Erfüllung von 7 Empfehlungen für den Kandidatenstatus für die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen kann Deutschland eine führende Rolle übernehmen. Und dann wird es uns erlauben, in Europa oder in Deutschland, Deutschland eine führende Rolle in Europa wiederzuerlangen. Ich erinnere noch mal daran, manche Theoretiker und manche Geopolitiker wie McKinnon, sie haben gesagt oder gemeint, derjenige, der Zentraleuropa kontrolliert, der kann auch das Herz der Welt beherrschen. Ich bin der Meinung, ohne Ukraine wäre das europäische Projekt nicht erfolgreich. Und damit das wirklich einflussreich und vollwertig ist, muss man maximal schnell die Ukraine mit ins Boot nehmen und auf diesem Wege mitnehmen, keine Hindernisse, keine Steine in den Weg legen. Die Voraussetzungen, Empfehlungen, die werden wir natürlich erfüllen, das ist ja klar, aber keine Steine auf den Weg legen. Ein europäischer Minister hat eines Tages Europa beschrieben wie einen wirtschaftlichen Riesen, einen großen politischen Zwerg und einen wirtschaftlichen Riesen. Ich möchte, dass Europa in allen Fragen großartig und riesig ist und auch militärisch stark ist, damit die Welt die Position der Europäischen Union nicht nur hört, sondern der Position zuhört und sie wahrnimmt und schätzt. Die Ukraine kann ihren Beitrag dazu leisten. Innovationen, Menschen, bestimmte kreative Potenziale, ebenso Wirtschaft und Ressourcen, das können wir mitbringen. Diesen Weg müssen wir noch gemeinsam gehen. Das ist offensichtlich und klar. Ob uns alles gelingt, leider gelingt nicht alles so reibungslos, wie wir es gewünscht hätten. Aber es gibt einen Lupe bei der Europäischen Union. Die kann uns helfen, schneller und effektiver voranzuschreiten. Danke, Ivana. Also ich würde das gerne noch mal sagen für alle, als Ursula von der Leyen und Präsident Zelensky zwischen Brüssel und Kiew, wahrscheinlich bei ihrem Besuch in Kiew, entschieden haben, diesen Vorstoß zu machen, dass die Ukraine jetzt den Kandidatenstatus bekommen soll, war das ein unglaublich mutiger Schritt. Insbesondere auch von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, weil sie hatte in dem Moment die Mehrheiten für diese Entscheidung nicht auf ihrer Seite. Also eine mutige Frau, ein mutiger Präsident, die haben da zusammen etwas in Gang gesetzt, was vorher für ausgeschlossen gelabelt war. David Stulik lebt jetzt wieder in Prag, berät die Präsidentschaft der Europäischen Union, die tschechische Ratspräsidentschaft, und verfolgt natürlich diese Themen alle mit ganz besonderem Interesse. Und die Tschechen gehörten ja zu denjenigen, die sofort Ja gesagt haben. Das ist der richtige Weg. Und ich denke, dass das für die Deutschen wichtig wird, auf die Begründungen der zentral- und osteuropäischen Staaten zu hören, die so bedingungslos für den Kandidatenstatus und auch jetzt die NATO-Diskussion auf der Seite der Ukrainer stehen. David, erklär uns das doch mal und auch, was das für die Ukraine in Zukunft bedeutet. Ja, danke sehr für diese Möglichkeit.
Ich werde ein paar Sätze auf Deutsch sagen, weil ich Deutsch spreche und verstehe, dank der DDR. Also, das war die einzige fremde Sprache und Russisch, das wir in der Schule gelernt könnten. Ale wybaczajcie, przekładam. Zaraz скажу paru słów ukraińską. Ja bym jeszcze zrobił historyczny ekskurs jeszcze dalej. Do 1990 roku. In 1990, auf 1990 blicken, die Situation nach dem Fall der Berliner Mauer. Ich war ein Jugendlicher. Wir hatten einen Traum. Ein Traum, als die Grenzen eröffnet wurden, nach Westdeutschland zu gehen oder nach Österreich zu gehen. Die junge Generation der Tschechen sind in freiwilligen Organisationen und Hunderte von jungen Tschechen fahren in die Ukraine. 90er Jahren haben wir es nicht gern gehabt, Osteuropäer genannt zu werden. Wir haben immer gesagt, wir sind Zentraleuropäer. Und jetzt sind wir stolz darauf, wenn man über uns sagt, wir kommen aus Osteuropa. Und das Dritte, für die Tschechen mit den braven Kämpfer Schweck, die Armee ist äußerst sensibel. In den 90er Jahren wollten wir nicht zur Armee gehen. Havel hat damals richtig gemacht. Er hat mit der die Industrie reformiert. Am 25. Februar hat unsere Regierung die Entscheidung getroffen, Waffen und Munition, die wir nicht brauchen, in den Osten zu schicken. Jetzt sind unsere Lager alle leer. Und unsere Kollegen aus dem Verteidigungsministerium, sie fahren durch die ganze Welt und über Tschechien kommen die Waffen aus Nordkorea und nicht nur aus Nordkorea. Und jetzt warten wir, dass endlich die ersten Leopards kommen. Denn alle Panzer T-72, die wir hatten, wir haben die in die Ukraine geschickt. Wir haben nur ein paar Zehntel bei uns gelassen, damit wir uns verteidigen können. Die werden wir auch in die Ukraine schicken, sobald die Leopards bei uns eintreffen. Warum sage ich das? Prag ist 4,5 Stunden von Berlin entfernt. Wir hatten ein Erdbeben im Lande gehabt, politisch, mental. Die Realität hat sich verändert. Wir haben Deutschland wie eine Führungskraft gesehen. Und jetzt ist unser bester Verbündeter Polen. Unsere Beziehungen sind einfach fantastisch in allen Richtungen. Auch im Humorbereich liegen wir auf einer Welle. Naja, das ist ja zu Kralowitz. Werde ich ein paar Sätze noch einmal auf Deutsch sagen. Wo ist Deutschland? Wo sind die Deutschen? Wir in Mitteleuropa sind deeply concerned und enttäuscht, dass Deutschland nicht mit uns ist. Und noch einmal auf Ukrainisch. Was hat sich verändert? Wir in Zentraleuropa, wir haben unsere geschichtliche Erfahrung mit der totalitären Staaten, der totalitären Regime. Russischer Chauvinismus und Imperialismus sind uns gut bekannt, genauso wie den Polen. Wir haben Erfahrung und Wissen. Leider, ich habe eine russische Schule besucht. Leider
kam nichts Gutes aus Russland zu uns. Sogar nach 1945 kam zu uns anderer autoritärer Regime. Deswegen in Zentraleuropa sehen wir es. Wir sehen wie eine existenzielle Bedrohung. Wir geben Panzer, Helikopter, Flugzeuge. Das ist unser Schutz. Ukraine ist unser Schutzschild. Wir verstehen sehr gut, Ukraine steht für uns. Zur Armee. In Tschechien gibt es jetzt Schlangen. Die Menschen gehen zur Armee. Wir verstehen, wenn die Ukraine das nicht aufhalten kann, die Russen nicht aufhalten kann. Sie möchten NATO-Grenzen von 97 haben. Wir sind 99 NATO beigetreten. Wir verstehen wunderbar. Wir werden jenseits der Grenze liegen. Noch einmal auf Deutsch. Also, wir wirklich brauchen der deutsche Leadership. Und wir vermissen es. Und eben deswegen bin ich der Meinung, das ist die Frage der Zeit. Kurze Zeit, lange Zeit, wir werden nicht warten. Ich sage nun, wir brauchen zwei Säulen in Zentraleuropa, Sicherheit und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Tschechischer Militär sieht keine Sicherheit der Zentraleuropa ohne Ukraine in NATO oder nein. Paradoxerweise ist Ukraine für uns ein Garant unserer Sicherheit. Bei NATO sehen wir Coalition of Furling. Nicht alle NATO-Mitglieder unterstützen gleich die Ukraine und zeitlich. Wir wissen nicht, was weiterhin passiert. Ich vergleiche den Weg der Ukraine oder die Integration der neuen Länder in die EU mit der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Die europäische Gemeinschaft von Stahl und Kohle wurde 1957 gegründet, 12 Jahre nach dem Krieg, nach dem Ende des Krieges. Im Mai 1945 konnte sich keiner neue Sicherheitsarchitektur in Europa vorstellen. Es gibt Nationsliga und dann kam UNO und wir sind noch nicht im Mai 1945. Ukraine muss erstmal gewinnen und dann kommt die neue Realität. Russland wird nicht verschwinden. Wir wissen nicht, was davon bleibt, aber den Nachbarn werden wir haben. Man muss die Sicherheitsgarantien von Europa neu überdenken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit neu aufbauen. Die Ukraine wird erneuert, wieder aufgebaut, wie Alona gesagt hat. Das wird nicht nur der Aufbau der Infrastruktur sein. Wir werden kulturell und geistig auf die neue Ebene kommen. Wir werden alles modernisieren und Ukraine kann zum neuen wirtschaftlichen Motor werden, der großen wirtschaftlichen Schwung mit sich bringt. Wenn alles gut durchläuft und Reformen umgesetzt werden, kann die Ukraine zum Gravitationszentrum für uns werden. Und dann kommen Gespräche, wie die Ukraine integriert werden kann. Hier unterstütze ich die These gemeinsamer Markt, vier Freiheiten. Ukraine hat viel getan, hat Gesetzgebung entwickelt mit Hilfe der Europäischen Union. Und hier hindert nichts daran, die Ukraine zum Mitglied des Binnenmarktes zu machen, wie Norwegen, Schweiz und Island. Ich glaube nicht, dass die Ukraine jetzt unbedingt Mitglied von verschiedenen Institutionen der Europäischen Union werden muss, wie derjenige, der in solchen europäischen Institutionen gearbeitet hat, sage ich ja. Was müssen Sie? Sie müssen einen Fallschirm öffnen, einen wirtschaftlichen Fallschirm zum Beispiel. Deswegen muss man so schnell wie möglich
die Wege zu diesen vier Freiheiten finden, gemeinsamen Markt organisieren. Ukraine braucht revolutionäre Veränderungen. Die Ukraine braucht jetzt den Beitritt zu EU oder zu NATO. Und wir müssen evolutionär denken. Wir müssen das neu anschauen, wie wir die Entscheidungen treffen und die Ukraine mit einbeziehen. Evolution und Revolution geht nicht zusammen. Ich bin der Meinung, wir sollen neue Entscheidungen suchen, die geopolitische Sicherheit in Europa neu aufsetzen. Man soll in anderen Rahmen und anderen Kategorien denken. Ich danke Ihnen. Eine konkrete Nachfrage habe ich, und zwar, wie wird das in Tschechien gesehen, dass die Deutschen sagen, zuerst müssen wir reformieren und dann können wir erweitern? Ich frage das auch deshalb, weil ich die Reformdiskussion 15 Jahre lang, mindestens seit dem Scheitern der europäischen Verfassung, kenne und auch da denke, dass wir nicht über kurze Prozesse reden. Ich würde sagen, offiziell können wir, also die Ukraine soll den Weg gehen, den die anderen Länder auch gegangen sind. Also polnische und tschechische Regierung haben hier was initiiert, also zusammen die Ukraine zu begleiten, das Land vorzubereiten, unsere Erfahrung weiterzugeben oder zu teilen. Aber ich verstehe natürlich, die Reformen im Lande zu verwirklichen, wird es sehr schwer sein. Also man soll maximal unterstützen mit dem Wiederaufbau und auch Handelumfang steigen. Unser Arbeitsmarkt ist schon geöffnet worden für die Ukrainer und es gab keine Tragödie, es gab keinen Kollaps. Also auf dieser Ebene sollen wir weiterhin offen bleiben und die Ukraine begleiten, unterstützen und dann aber auch die Verhandlungen pushen. Aber die Qualität ist wichtig, das wurde schon gesagt. Ukraine kann kein Carte Blanche bekommen. Also die Politik in der Ukraine. Sie müssen auch ihre Verpflichtungen erfüllen. Wir sehen ja oft, dass in der Ukraine, natürlich es gibt Krieg, aber der Krieg rechtfertigt nicht alles. Und wir sollen das den ukrainischen Kollegen auch sagen, klar sagen, damit sie uns nicht kompromittieren später in der EU. Weil die Verpflichtungen muss man erfüllen, hin und her. Die Tschechei möchte so ein Vermittler sein, also ein Facilitator oder ein Übersetzer, also zusammen mit Polen. Wir haben so einen strategischen Tandem, sozusagen wir vermitteln zwischen der Ukraine und der EU. Und wir denken über revolutionäre Formate nach. Wir haben noch keine Antwort. Wir müssen intellektuelle Arbeit leisten, wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil man konnte sich 1945 nicht vorstellen, was 1957 passieren kann. Und ich weiß nicht, was in 5 Jahren passiert. Zu den Reformen in der Ukraine haben wir ja eine sehr erfahrene Expertin aus der Zivilgesellschaft. Das war ja nicht immer leicht mit den Reformen, wenn ich zurückdenke an die Justizreform, die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung. Mein Gefühl ist, dass wenn die Türen in die EU auf sind und wir diese Reformen fortsetzen in der Ukraine, dass es dann besser geht. Stimmt das, Aljona? Wissen Sie, ich bin nach Berlin vom Westbalkan gekommen, da war ich.
Wir hatten dort eine Studienfahrt für ukrainische und moldauische Regierungsmitglieder und andere Experten organisiert, um dort zu sehen, wie dort die Erfahrung ist. Weil uns fehlt an dieser Expertise, was Westbalkan betrifft. Wir verstehen, wir werden vielleicht nicht in einem Paket sein, aber wir gehen irgendwie parallel in diesem Erweiterungsprozess. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, wie ich keine Depression bekommen habe, weil wir waren zum Beispiel in Nordmazedonien. Kroatien ist ein gelungenes Projekt. Ne? Also es gab ja nicht nur sozusagen misslungene Fälle, sondern auch gute Beispiele. Was wir in Nordmazedonien und Montenegro gesehen haben, das ist Verunsicherung und Verzweiflung, dass diese Erweiterung auf irgendwelchen Errungenschaften basiert. Also egal, hast du Reformen oder nicht, das macht dich nicht näher an die EU. Es gab auch paradoxale Geschichten. Wir haben uns davon überzeugen können, dass sogar Länder, die diese Verhandlungen nicht begonnen haben, diese Länder laut Berichten der EU, laut der Einschätzung der EU, könnten besseren Fortschritt haben als diejenigen, die schon seit 10 Jahren diese Verhandlungen führen. Wie kann man das erklären? Das ist für uns eine große Frage. Nordmazedonien beginnt erst jetzt mit den Verhandlungen und hat bessere Parameter als Serbien, das diese Verhandlungen schon seit vielen Jahren führt. Ja, all diese Schlüsse müssen wir kennen und wir sollen das berücksichtigen. Wir sollen das Vertrauen zurückholen für diesen Prozess der Erweiterung. Und man soll die Zweifel wegräumen, dass die Ukraine diesen Status bekommen hat, weil in den Ländern, die skeptisch eingestellt sind, dass man versteht, es geht nicht weiter. Dieser Prozess wird vielleicht mehrere Jahrzehnte dauern. Man wird die EU reformieren, man wird immer irgendwelche Vorwände finden, um nicht diese Verhandlungen mit der Ukraine weiterzuführen. Ihr wolltet diesen Status, dann bitte schön. Aber weiter werden wir nicht darüber sprechen. Wir wollen, dass es nicht dazu kommt. Ne? Also wir wollen, dass man diesem Prozess wieder vertraut, dass man Vertrauen hat. Und ich möchte noch sagen, im Juni haben wir eine soziologische Umfrage gemacht hier in Deutschland. Also wir haben gefragt, wie Menschen hier diesen Beitragsstatus sehen, aber auch, was sie von der Erweiterung der EU halten. Und nur 19% der Deutschen haben gesagt, sie sind dagegen, also gegen die weitere Osterweiterung. Es ging nicht nur um die Ukraine. Also ich glaube, das muss man auch berücksichtigen natürlich. Da gibt es ja einige Fragen in den Beiträgen von David und Aljona, die auch die deutsche Politik betreffen. Und sowohl das Thema Balkan als auch das Thema zuerst vertiefen oder die EU reformieren und dann erweitern, werden ja in der Ukraine und auch in Osteuropa jetzt eher als so eine negative Verknotung, negatives Signal nach Kiew oder auch nach Chisinau oder Tbilisi gesehen? Ich glaube, man muss beides machen. Wir müssen auf der einen Seite schnell erweitern und wir müssen auf der anderen Seite versuchen zu reformieren. Und ich teile es ja absolut, dass ich mir von Deutschland eine deutlich stärkere Führungsrolle
wünschen würde. Und es hilft dann auch nichts, wenn man das einfordert, wenn man dann als Antwort aus dem Kanzleramt kriegt, man übt die Führungsrolle aus in der Form, indem man nicht tut, was ich sag. Also man muss ja nicht tun, was ich sag, aber man muss halt die Führungsrolle übernehmen. Und da ist wirklich noch viel zu tun. Aber man muss halt auch sozusagen, du hast auch ein paar kritische Fragen, nämlich wenn man, ich würde mir die Führungsrolle wünschen, aber zu dieser Führungsrolle gehört in meinen Augen dann auch dazu, dass man zum Beispiel sehr kritisch nachfragt nach Osteuropa, ob es denn wirklich glaubhaft ist, als Unterstützer der Ukraine aufzutreten bei der Aufnahme und gleichzeitig ganz, ganz hart und sich völlig unbeweglich zu zeigen bei der Einstimmigkeit. Es ist vollkommen klar, wenn sich nicht wenigstens irgendwas bei der Einstimmigkeit bewegt und wir haben gesehen, was Orbán treibt. Kirill ist nicht auf der Sanktionsliste, also das verbrecherische Oberhaupt der sogenannten orthodoxen Kirche, was, glaube ich, eine Schande für alle religiösen Menschen ist, aber das nur am Rande, weil Orbán da sein Veto einlegen konnte. Und ich glaube, das können wir uns einfach nicht weiter leisten. Und ich glaube, wenn wir Länder überzeugen wollen, die da zu Recht Fragen haben, und dass wir uns nicht falsch verstehen, ich bin absolut dafür, dass wenn die Staaten die Bedingungen erfüllen, wir die sechs Westbalkanländer aufnehmen, die Ukraine, die Republik Moldau und Georgien aufnehmen. Ich bin da absolut dafür. Und wie gesagt, ich bin da dafür, dass wir das so schnell wie möglich machen. Aber ich glaube, es wird uns nicht gelingen, selbst wenn Deutschland eine harte Führungsrolle übernimmt, und ich erwarte das von Deutschland und fordere das auch ein, wenn es uns nicht gelingt, wenigstens Antworten auf die Veto-Frage zu geben. Es wenigstens zu konditionieren, wenigstens zu sagen, ein Veto gibt es nur, wenn das nationale Interesse betroffen ist, und das wenigstens zu konditionieren, dass der EuGH das überprüfen darf. Deswegen würde ich mir sehr wünschen von den Staaten, die ganz laut sozusagen sind, ich glaube, glaubhaft wird das erst, wenn man sozusagen da auch an die eigenen Tabus rangeht. Und damit sind wir auch als nächstes bei Polen. Ich bin sehr unterstützt und finde es klasse, was Polen macht bei der Aufnahme der Geflüchteten und was Polen macht bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffenlieferungen. Und ich habe schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass Deutschland da deutlich mehr macht, um es ganz konkret mal zu machen. Mehr Marder, oder endlich Marder, endlich Leopard, mehr Panzerhaubitzen. Nee, wir können da nochmal deutlich mehr liefern, wenn wir die rumstehenden reparieren. Aber man muss dann halt auch eine Frage richten an Polen, nicht auch die skeptischen Staaten sagen, wir wollen kein weiteres Polen und kein weiteres Ungarn in der Europäischen Union haben, in der Hinsicht, dass sie sich um Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit nicht kümmern. Nämlich, es heißt immer, wir wollen diesen Ländern unsere Werte aufdrücken. Es geht hier sozusagen nicht um irgendwie die Vorstellung davon, wie deine Familie ausschaut, sondern es geht darum, dass sich jedes Mitgliedsland endlich wieder dran hält, was es unterschrieben hat. Und die Europäische Union braucht Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Und in Polen kann man da ganz große Fragezeichen dran machen. In Ungarn existieren sie nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. In Ungarn haben wir es mit einer Autokratie zu tun. Und deshalb würde ich mir die deutsche Führungsrolle da auch so wünschen. Ja, wir liefern volle Kanne Waffen an die Ukraine, aber wir stellen auch ganz harte Fragen und haben hohe Erwartungen an unsere osteuropäischen Partner. Die Unterstützung der Ukraine wird erst dann ehrlich, wenn wir sozusagen darüber reden, wir müssen beim Veto was machen und wir müssen in allen europäischen Staaten die Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. Ist eigentlich Ivana Klimpusch noch bei uns? Ja? Ah. Ivana, ich würde dann doch gerne noch mal das Wort auch nach Kiew geben und von dir aus noch mal hören, wie ihr euch darauf einrichtet, ob ihr darauf vorbereitet seid, trotz des Krieges, der ja erst auch noch gewonnen werden muss, wie ihr darauf vorbereitet seid, diesen doch auch ehrgeizigen Reformplan, den Prioritätenplan, den die Brüsseler vorgelegt haben, den anzugehen. Vielen Dank. Mit ein paar Sätzen möchte ich antworten und auch reflektieren. Also ich stimme zu. In der EU Länder, die Mitglieder werden, die
sollen sich an die Werte halten, daran halten, was sie unterzeichnet haben. Das heißt, die EU soll heute an innere Instrumente denken, damit es solche Rückentwicklungen nicht gibt. Wir wollen ein starkes Mitglied der EU werden und wir möchten vor dem Beitritt alles erfüllen, damit man uns auf solche Probleme nicht hinweist. Also ich hoffe, dass wir gleichzeitig Erweiterung und Reformierung der EU, dass diese beiden Prozesse abgeschlossen werden können und dass man in der EU auch Instrumente findet, um Erosion zu vermeiden. Erosion der Werte, für die wir stehen heute und in der ihr uns unterstützt. Was wir machen, also wir bereiten uns vor, es gibt ein Zusammenspiel lautstark erklärt zwischen Parlament und der Regierung, was die Erfüllung von diesen 7 Bedingungen erfüllt, die unseren Status begleitet. Außerdem die Gesetzgebung muss angepasst werden an die europäische. Auch jetzt arbeitet man an Mechanismen von Fast Track. Schnelles Verlaufen, das passiert im Parlament in Zusammenarbeit mit der Regierung. Auch sind wir zurück dazu gekommen, was schon seit 7 Jahren gesagt wurde. Also wir brauchen eine Tabelle, um zu sehen, welche Gesetze wir ändern müssen, was ist anders in der EU, was muss in jedem einzelnen Fall geändert werden. Gleichzeitig sehe ich noch nicht genug Fähigkeit von uns. Also es fehlt an Experten, anderen Fachleuten, die uns helfen könnten, schnell und effektiv zu gehen. Hier kann Deutschland, kann die EU eine führende Rolle übernehmen, damit wir eben dazu kommen, dass wir einen Beamten haben, die unabhängig sind von der Politik, von dem wer gerade die Wahlen gewonnen hat. Das ist auch eine Garantie unserer Schnelligkeit. Noch etwas möchte ich sagen, zurück zur Frage Führungsrolle von Deutschland. Alle sagen ja, das braucht man, das ist dringend notwendig. Es gibt noch einen Bereich, das hat vielleicht nicht direkt einen Bezug zur Integration der Ukraine, aber ist doch damit verbunden, dass es führende Rolle, also Gegenwehr, diesen russischen Faschismus, den wir jetzt erleben. Es geht hier nicht nur um Waffen. Wir sind sehr dankbar für alles, aber wir brauchen mehr. Es geht nicht nur um Finanzen, um die Hilfe für unsere Ukrainer und Ukrainerinnen, die jetzt in Deutschland sind, dafür danken wir sehr. Aber es geht auch um innerliche Arbeit, die Deutschland machen soll. Es ist nicht akzeptabel, dass die Wagen mit Z einfach durch die Straßen in Deutschland fahren dürfen. Das ist nicht akzeptabel. Inakzeptabel. Letzte Woche hat Spiegel geschrieben, es gibt über 100 die sogenannten russischen Diplomaten, aber eigentlich das sind Agenten der FSB, die weiterhin in Deutschland agieren. Deutschland kann sich nicht entscheiden, russische Touristen nicht mehr in das Land reinzulassen, die von der Mobilisierung flüchten. Deutschland separiert weiterhin oder trennt Regierung in Russland und die Bürger, die russischen Bürger in diesem Krieg.
Das ist ein Kapitalfehler, weil die meisten Bürger in Russland unterstützen diesen Krieg. Nicht Putin tötet, vergewaltigt unsere Menschen und ruiniert unsere Städte. Das sind Bürger der Russischen Föderation. Niemand von denen ist nicht geflüchtet vorher und ist nicht auf die Straße gegangen, bis das sie persönlich jetzt betrifft. Also ich wünsche mir, dass Deutschland dieses Privileg, nach Europa zu fahren, nach Deutschland zu fahren, dass diese Menschen dieses Privileg nicht bekommen. Also nicht diejenigen, die einfach jetzt ihr Leben retten wollen. Also das ist eine Verantwortung. Und man soll den russischen Bürgern auch zu verstehen geben, dass sie auch mitverantwortlich sind dafür, was ihr Staat macht. Einfluss und Verantwortung, das sind zwei Sachen, die die Möglichkeit geben können, diese Führungsrolle von Deutschland zurückzubringen und auch natürlich Unterstützung militärisch, politisch, die wir aus Deutschland haben, in diesem schrecklichen, diktatorischen, imperialen Russland, aber auch wirtschaftliche Führungsrolle von Deutschland, militärische. Das alles führt dazu, dass Europa und die Welt sich morgen sicherer fühlen werden, weil wir zusammen diesen Feind stoppen werden. Und wir werden Niederlage von Russland erleben. Russland wird isoliert, wird eine Niederlage erleiden und wird so geschwächt, dass sie nicht mehr angreifen wird, kein anderes Land in dieser Welt. Danke, Ivana, und auch nochmal danke für den Hinweis darauf, dass dieser europäische Prozess, dieser Integrationsprozess, ein Prozess ist, der schon läuft und in dem sich die ukrainische Gesellschaft und die Institutionen befinden und einlassen. Dieser ganze Prozess wird ein Teil der Erholung des Landes, des Wiederaufbaus sein. Dieser ganze gesellschaftliche Prozess, der da in Gang gesetzt wird, der wird meiner Meinung nach oft unterbewertet. David Stulik hatte sich sofort gemeldet, als Toni darauf hingewiesen hatte, dass aus Tschechien da jetzt ein Veto kommt. David. Herr Hofreiter, Sie sind völlig richtig und ich kann nur stimmen Ihnen voll und ganz zu, dass auch wir in Mitteleuropa eine Hausaufgabe haben. І зараз скажу українською, бо буде важко мені. Тепер я скажу це українською. Wir müssen auch mutig sein und müssen ehrlich sein. Was ist für uns wichtiger? Ist es Einstimmigkeit und Veto oder wollen wir die Ukraine zwischen, also unter uns sehen? Also wir sprechen viel darüber. In unserem Expertenkreis, wir stehen nahe an bestimmte Leute an der Macht. Also wir verstehen, ohne Einstimmigkeit, was die internationale Fragen betrifft. Also ohne Einstimmigkeit können wir kein Spieler, kein Player sein oder werden. Das ist sehr sensibel. Viele Menschen haben Angst, dass später die großen Länder einfach uns überstimmen werden. Das ist eine wichtige Diskussion, die hat begonnen. Wir müssen politische Courage irgendwie finden und schauen in die Zukunft, dass mindestens in der internationalen Politik wir dieses Vetorecht beseitigen können. Ja, wir haben diesen Elefanten im Porzellanladen, Ungarn. Also in Zentraleuropa gab es ein Erdbeben, ne?
Auch unsere Parlamentsabgeordneten sprechen von Ungarn nicht mehr wie von einem demokratischen Land. Nein, es gab sogar radikale Stimmen, man soll Ungarn ausschließen aus dem Visegrader Pakt. Es gibt Probleme mit ungarischen Unternehmen, die kommen auf unseren Markt, sie ersetzen russische Unternehmen. Das sind strategische Bereiche, das ist Verteidigung, das ist Energiewirtschaft. Also die Russischen sind nicht da und die Ungarer kommen. Und wir prüfen sie nicht so wie die Russischen. Und da kommt die Frage, wo ist diese Grenze? Also du hast einen Hooligan in der Familie, er akzeptiert die Regeln nicht, die Verhaltensregeln. Was kann man noch machen, um dieses Mitglied der Familie zu kontrollieren? Ich folge gleich den Anweisungen von Tetyana Lupaschuk, aber vorher möchte ich doch Toni noch einmal mit einladen und fragen, wie sollen die Ukrainer umgehen mit der europäischen politischen Community? Von Macron vorgeschlagen, als Frankreich noch eindeutig in dieser Debatte war, dass man ein Europa der mehreren Geschwindigkeiten aufbauen sollte. Wie soll man damit umgehen? Und was bedeutet der deutsche Einsatz für die Mehrheitsentscheidung nach einer Phase, in der Deutschland sehr oft, also sogar die Einstimmigkeit blockiert hat für eigene Interessen? Das macht das ja nicht einfacher, mit dem Reformvorschlag aus dem Kanzleramt umzugehen. Ich glaube, die europäische politische Gemeinschaft, die sollte man nutzen als Dialogforum und es nicht überhöhen, aber trotzdem gut nutzen. Und das hat ja das erste Mal schon ganz gut geklappt. Und allerdings immer ganz klar deutlich machen, das kann nicht mal in Ansätzen eine Alternative zum Weg in die Mitgliedschaft sein. Ich glaube, das ist wirklich ganz entscheidend. Und dann, ja, Deutschland hat in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht absurde Rollen gespielt. Ich meine, wir waren da auch als Grüne nicht laut genug, ich auch als Person nicht. Ich meine, man muss sich mal überlegen, die Verträge zu Nord Stream 2 sind 2015 unterschrieben worden, nachdem alles, was im Grunde, wenn man ehrlich sein soll, in Tschetschenien, in Georgien und dann auf der Krim passiert ist. Also das, Syrien auch noch, also das hat ja schon eine Komponente von Fahrlässigkeit und Zynismus. Und wir Grüne waren da immer dagegen, aber auch nicht hart genug dagegen. Und deshalb, oder nicht laut genug dagegen, hart war, ja, das war nur eine Stimme, wenn man ehrlich sein soll. Aber der Punkt ist, das hilft dir alles nichts in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass wir zum Beispiel die Bedenken der kleinen Länder, dass sie dann gnadenlos überstimmt werden, wenn das Veto einfach so fällt. Ich finde, die muss man natürlich sehr ernst nehmen. Auch wenn es ja viele kleine Länder gibt und die selten wirklich alleine nur Interessen haben. Also das Baltikum besteht ja schon aus 3 Ländern. Also Tschechien hat ja auch enge Verbündete. Aber ich glaube, es wäre schon ein Riesenfortschritt, wenn man das Veto qualifizieren müsste. Also wenn man sozusagen als ersten Schritt sagen würde, wenn ein Land ein Veto einlegt, muss es begründen, dass es wirklich jetzt zentrale nationale Interessen betroffen sind und im Idealfall damit diese Begründung nicht tralala ist, sondern so wie es jetzt ist, jetzt muss man es ja, wenn man die Verträge genau auch schon auch irgendwie begründen, sondern diese Begründung wird überprüfbar durch den EuGH. Und wenn der EuGH feststellt, ihr habt euch da einfach was ausgedacht aus politischen Gründen, dann ist das Veto halt hinfällig. Also das ist zum Beispiel, der EuGH ist da wirklich unabhängig. Also das hat Deutschland auch gemerkt bei der PKW-Maut, die als Ausländermaut konfiguriert war. Da hat auch das mächtige Deutschland einen vollen Schuss vom Bug gekriegt, vom Europäischen Gerichtshof, zu meiner großen Freude. Deshalb glaube ich, auf solche Dinge müssen wir uns einlassen. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn wir zur qualifizierten Mehrheit übergehen. Aber man darf nicht vergessen, Länder haben halt berechtigt Ängste.
Und es gibt große und kleine Länder. Und die Ukraine, wenn sie beigetreten ist, ist eher ein großes Land im Verhältnis. Und es gibt Geschichte, es gibt viel auch Rücksichtslosigkeit von großen Ländern, Unverständnis von kleinen Ländern. Deswegen müssen wir das alles mit großem Fingerspitzengefühl angehen. Aber ich glaube, wir müssen da einfach ernsthaft ran. Und wir müssen auch ernsthaft ran an die Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen da auch bei Polen ran an die Rechtsstaatlichkeit. So sehr ich mich freue, was Polen gerade gegenüber der Ukraine macht, müssen wir da trotzdem einfach ran. Nicht, alles andere wäre unehrlich. Danke, Toni. Als kleinen abschließenden Kommentar zu dem letzten Punkt, die Auseinandersetzung um die polnische Rechtsstaatlichkeit ist viel früher und viel konsequenter geführt worden als die mit Ungarn. Und Probleme haben wir mit Nationalismus und mit einem gefährlichen Nationalismus, mit europaskeptischen Entwicklungen, nicht nur in Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes, sondern auch in Italien. Ja. Das wird oft übersehen. Deswegen sind diese Reformdebatten unheimlich wichtig. Sie dürfen nur nicht zur Bremse werden. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass diese Reformdebatten in der Europäischen Union eigentlich andauern, seit die Länder des Warschauer Paktes eingetreten sind und seit die Verfassung für die Europäische Union gescheitert ist. Ja. Vielen Dank für dieses Panel. Wir brechen das brutal ab. Das Mittagessen gibt es für alle unten und wir sehen uns wieder um 13.30 Uhr zur Fishbowl-Diskussion und da geht es dann um die Rolle der Zivilgesellschaft. Da wird sich sicher auch Aljona noch mal einmischen. Vielen Dank.